Boom und Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und einem neuen Planet Coaster Video. Und es kommt wieder alles anders, als ich mir es gedacht habe. Also, ich habe erst einen Park gebaut, einen kompletten Park mit vielen Gästen, mit allen möglichen Schnick und Schnack und das über sehr viele Wochen. Jetzt nicht, dass es besonders gut gewesen wäre, aber es stand besonders viel Kram drin und besonders viele kleine Details und hast du nicht gesehen. Und inzwischen, obwohl alle Grafikeinstellungen komplett runtergeschraubt sind, ruckelt das einfach schon so nur beim Spielen und ich könnte weinen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, baust du so, wie ihr jetzt hier seht, eine einzelne Attraktion. Und dann machen wir das einfach mal so, dass wir immer wieder mal was einzeln bauen und uns angucken hier und zusammenbauen oder wie auch immer. Und dann habe ich das Ganze gerade schon recorded über Bildschirmaufnahme und das ist so am Ruckeln, das glaubt ihr nicht. Das ist unfassbar. Dieser Rechner macht mich betroffen. Und ja, es ist wieder Zeit. Ihr seht es vielleicht auch ein bisschen. Ich filme das Ganze mit einer Kamera vom Monitor ab. Ich weiß, das ist nicht cool. Aber da, es geht nicht anders. Ich habe halt Bock, das euch zu zeigen und ihr habt Bock, das zu sehen. Und ja, ich glaube, das geht aber auch von der Bildqualität. Wenn ihr sagt, nein, geh sterben, Junge, das ist scheiße, dann ja, dann ist das so. Oder wir machen das dann nochmal als Livestream, hat es nicht so geruckelt, glaube ich. Aber ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ja, auf jeden Fall habe ich hier jetzt, wie ihr seht, einen gelaunchten Wing Coaster gebaut. Und Space Theming, also Dark Red Part vorm Launch. Und ja, einen kleinen Tunnel, wo man durchfährt mit ein bisschen Licht und ein paar Felsen davor. Und einen richtigen Tunnel. Oh, und die sind eigentlich auch cool. Und die sind so schnell und einfach gemacht. Das ist schon geil. Und dann hier nochmal so ein, ja, auch eine Art Tunnel. Alles mit Lichtern, die ausgelöst werden, wenn der Zug vorbeifährt. Und ich habe mir gedacht, für dieses Video versuche ich euch gleich nochmal den richtigen Park zu zeigen, den ich angefangen hatte. Es kann daran liegen, dass da so viele Gäste im Park sind, dass das jetzt so am Abkacken ist. Aber das ist, ich finde es einfach geiler, wenn da Leute drin rumlaufen, wenn da viele Leute drin rumlaufen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist das erstmal so, wie es geplant war, gescheitert. Vielleicht fällt mir noch eine bessere Lösung dazu ein. Eventuell bauen wir auch komplett zusammen hier auf dem Kanal einen Park. Also ich baue irgendwas, fange irgendwie an und danach können wir in den Kommentaren ja diskutieren, was so als nächstes kommen soll. Und dann machen wir ein neues Video, ein nächstes Video, in dem das dann passiert. Mal schauen, wie sich das entwickelt, würde ich mal sagen. So, ist der Hobel auch wieder in der Station und wir switchen mal zum anderen Park, würde ich sagen. So, jetzt sind wir in dem Park. Es hat ewig gedauert. Und wie ihr seht, habe ich hier auch aufgehört mit einem gelaunchten Wing Coaster, der ein bisschen mehr durchdreht. Und dieser sollte auch die Space-Thematisierung bekommen, auch wenn der hier so behindert in der Blockbremse steht. Aber der eigentliche Park ist das hier alles. Und ich glaube, in einem der vergangenen Videos hatten wir den Haupteingang schon gezeigt, oder? Das ist dann hier der. Ja, ich weiß, das ist viel fertiges Zeug, aber das ist auch alles noch hier. Also ausprobieren und so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, um so mich hier reinzufuchsen, dass ich so krass bauen kann wie manche Überfreaks. So, das ist ja teilweise übertrieben krass, was Leute drauf haben. Mit der Main Street hier im Mittelalter-Look, Drachen-Family-Coaster. Aber das hatten wir, glaube ich, alles schon hier in dem Bereich. Und auch den Tarnan-Coaster von mir und den gigantischen Flawless-Coaster, den ich gebaut hatte.
wo inzwischen dann hier auch alles zwischenbebaut ist. Autoscooter. Ich finde das irgendwie so geil, wenn die Parks so verschachtelt und zu, ja, in Anführungsstrichen zugebaut sind. Also wenn du von den links und rechts von den Wegen aus irgendwie nicht noch irgendwas hast, sondern halt die ganze Gestrüpp oder irgendwelche Gebäude und Shops. Auch selbstgebaute Gebäude sind dabei, so schlimm ist es ja nicht mit mir. Wir haben hier so eine Aero-Looping-Achterbahn am Start. Hier so ein Ding, ne? Das bin ich hier in Ride auf der Kirmes bei uns gefahren vor 100.000 Jahren. Ich habe leider kein Video von, ey. Das ist verrückt so. Das immer noch am Start ist sowas. Station zum Mine Train, der sich hier befindet. Da kommt er. Ja, oder auch nicht. Ach, der steht da auch so blöd im Block. Irgendwie ist das Kacke. Und na, was gehört zu einem Mine Train, der sich durch die Berge hier schlängelt? Richtig, ein Lokflum, der das gleiche tut. Und hat hier irgendwo einen Drop. Fährt hier oben lang. Warum wird es denn jetzt Nacht? Es wird nie Nacht, wenn man es braucht. Kommt hier im Bärschauch. Und dann schlängelt er sich hier ein bisschen eingebettet entlang. Alles schon mal schön beleuchtet in unserem Park natürlich. Und dann hier mit dem finalen Drop und Tunnel. Direkt daneben die gigantische Piraten-Rafting-Anlage. Die auch schön, oder in Anführungsstrichen schön eingebettet ist. Aber wie gesagt, es ist alles, ne, mal so probiert und versucht und gemacht und getan. Und dafür geht das klar. Hier schneit es sogar. Das hat auch nicht jeder. Der Lift vom Rafting ist komplett hier in dem Gebäude verbaut. Viele Gäste haben Durst. Sie haben so viele Getränkestände gebaut. Das ist unfassbar. Ja, Piraten-Themenbereich ein bisschen, ne, mit dem kleinen Piraten-Riesenrad. Und natürlich auch einer Krake. Wir haben insgesamt jetzt 6.391 Gäste übrigens im Park. Monorail-Station haben wir. Und hier ist immer die Hölle los in dem Puff. Hier oben vollste Eskalation bei den Leuten. Und oh, es hängt, es hängt. Was ist los mit den Leuten? Und hier ist auch gut was los. Das ist die Station zum Hybrid Coaster. Ja, Mann. Aber krass, dass hier jetzt keine Sau mehr ist. Als ich das letzte Mal hier in die Ecke geguckt habe, konnte sich hier niemand bewegen. Hier waren so viele Leute. Wie man auch sieht, dass sie den ganzen Mülleimer zugeschissen haben. Krass, das ist verrückt. Ein paar Flat Rides. Ein bisschen fertigen Kram genommen. Aber wie gesagt, es läuft alles nicht mehr so rund, wie es mal gelaufen ist. Und deswegen macht das irgendwie keinen Spaß. Das für euch so zu machen. Das macht auch so gerade irgendwie nicht so Bock, das zu spielen. Wenn das alles so am Abkacken ist, das seht ihr vor allem jetzt bei dem On-Ride, dass der da sehr starke Probleme hat. Es ist übrigens der zweite Lift. Vor allem läuft es jetzt gerade verhältnismäßig. Nein, es läuft nicht. Das sieht einfach kacke aus, so. Das macht keinen Spaß. Und es läuft nur Planet Coaster gerade auf dem Rechner. In niedrigster Grafikeinstellung. Ich möchte weinen. Und ich möchte nichts dazu hören, dass hier Trimbreaks eingebaut sind. Ja, aber dann haben wir heute mal ein bisschen lockeres Video, ein bisschen Planet Coaster,
Cheesy Measy Chili Mili für einen Samstagabend. Und leichte Kost, leichte Unterhaltung, ein bisschen im Hintergrund. Und ich überlege mir mal was, dass wir eventuell zusammen neue Parks bauen. Eventuell das auch als Stream machen oder wie auch immer. Mal gucken. Auf jeden Fall kann das so, so kann das nicht weitergehen. Also ihr habt ja alle ein bisschen mehr Plan von Planet Coast als ich. Wenn es daran liegt, dass zu viele Gäste im Park sind, dann sagt mir das. Oder ob es einfach wirklich nur an diesem Kackhausrechner liegt, der einfach kacke ist, dann sagt es auch. Und ja, ansonsten würde ich sagen, reicht das an dieser Stelle? Ich gehe gleich arbeiten. Wünsche euch einen schönen Samstagabend. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ihr seid die Coolsten. Bis zum nächsten Mal. Euer Bro fürs Radio Video Magazin.